Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es wieder um das Thema Bücher. Und zwar möchte ich dir heute mal 5 meiner absoluten Lieblingsbücher vorstellen, beziehungsweise 5 Bücher, die mein Leben verändert haben. Und da ich auch immer, wenn ich etwas lese, Notizen dazu mache und so Dinge aufschreibe, die ich daraus gelernt habe, möchte ich euch einige dieser Notizen heute vorlesen und zeigen. Das heißt, ich werde euch zuerst das Buch zeigen, dann worum es ungefähr geht und dann noch so die Sachen, die ich daraus gelernt habe. Also nicht alle Sachen, sondern halt nur ein paar davon, sonst wäre das viel zu viel. Und vielleicht gibt es euch so ein bisschen Inspiration mehr zu lesen und diese Bücher ebenfalls zu kaufen und euer Wissen zu erweitern und ein besseres Leben zu finden. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Let's go! Das erste Buch ist The Dip. Ich habe das Buch erst vor einigen Wochen gelesen. Ich glaube sogar erst letzte Woche oder vorletzte Woche. Aber ich würde jetzt schon sagen, das ist meinen absoluten Lieblingsbüchern gehört. In dieses Buch hat mir so viel gegeben und ich habe das wirklich innerhalb von 1 oder 2 Stunden ausgelesen. Und ich hatte danach so eine Erleuchtung. Denn ein Klischee, was in unserer Gesellschaft herrscht, ist ja dieses Du darfst nicht aufgeben. Also dieses Never give up und so. Und ich fand es auch eigentlich immer ziemlich cool und habe selbst supported. Und dieses Buch hat mich wirklich realisieren lassen, dass eigentlich aufgeben nichts Schlechtes ist. Aufgeben ist an sich nichts Schlechtes. Es kommt nur darauf an, wo du gerade stehst. Also es gibt hier diese ganz tollen Zeichnungen, aber eigentlich ist es relativ einfach zu erklären. Ich beziehe das immer gerne auf eigene Beispiele. Beispielsweise jetzt mit meinem Koreanischunterricht habe ich euch ja schon mehrmals erzählt, dass ich am Anfang sehr Probleme damit hatte, mit meiner Lehrerin gut auszukommen und irgendwie haben wir uns nicht so gut verstanden. Und deswegen habe ich oft überlegt, ob ich aufgeben soll, also das beenden soll und auch was anderes machen soll. Und da musste ich mir die Frage stellen, soll ich weitermachen und lohnt es sich sozusagen jetzt durch den Dip zu gehen? Oder soll ich lieber aufhören und etwas anderes machen? Und wenn du in so einer Situation bist, dann gibt es sehr Sinn, dieses Buch hier zu lesen, The Dip. In diesem Buch gibt es mehrere Levels des Aufgebens, die dort erklärt werden und auch Fragen, die du stellen kannst, wenn du überlegst, ob du etwas aufgeben sollst. Und hier gibt es diesen krassen Spruch, wenn du dich fühlst, als würdest du mittelmäßig und normal sein, dann hast du 2 gute Möglichkeiten, entweder aufgeben oder besonders sein, denn mittelmäßig ist für Losers, sagt der Autor da. Was mir sehr gut gefallen hat, ist der folgende Abschnitt. Das ist jetzt auf Englisch, aber ich versuche es ganz in meinem Kopf auf Deutsch zu übersetzen. Also, Gewinner geben oft auf. Sie geben nur das Richtige zur richtigen Zeit auf. Und so solltest du es auch machen. Also, gib das Falsche auf und bleibe bei den richtigen Sachen, aber habe den Mut, das eine oder andere zu machen und durchzuziehen. Es ist einfacher, mittelmäßig zu sein, als aus deiner Komfortzone rauszukommen und Dinge aufzugeben. Aber aufgeben ist schwierig und mittelmäßig und normal sein fühlt sich zwar einfach an, aber ist es nicht, da mittelmäßig sein unsichtbar ist und eigentlich die letzte Wahl ist. Es ist wie gesagt keine Wort-zu-Wort-Übersetzung, da es das Buch nicht auf Deutsch gibt und ich es schnell aus Englisch übersetzen musste. Aber das waren so die Hauptsachen, die ich aus dem Buch gelernt habe. Ich glaube aber schon, dass es für jeden was anderes ist. Vielleicht würdest du etwas anderes daraus mitnehmen als ich. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich auch so, Bücher mehrmals zu lesen, meiner Meinung nach, da man bei jedem Mal lesen etwas anderes mitnehmen kann. Dann haben wir das Buch Digital Minimalism, beziehungsweise auf Deutsch Digitaler Minimalismus. Gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Also falls du lieber auf Deutsch liest, gibt es es auch auf Deutsch. Und ich habe dieses Buch hier innerhalb meines Lesemarathons gelesen, den ich euch auch letzte Woche mitgefilmt habe. Und es geht in diesem Buch logischerweise um das Thema digitaler Minimalismus, also wie man minimalistisch mit seinen digitalen Geräten umgeht. Es geht darum, wie man seine Social Media und generell digitale Nutzung so verändert und optimiert, dass Social Media und das Internet für dich arbeitet und nicht gegen dich. In diesem Buch wird vorgeschlagen, dass du zuerst einen 30-tägigen Detox machst, also 30 Tage wirklich alles wegmachst und dann nach und nach immer guckst, was möchtest du in deinem Leben haben und was kannst du jetzt eigentlich rausschmeißen. Was ich in dem Buch auch sehr gut fand, war, dass Alternativen gegeben worden sind. Also beispielsweise war das eine Liste mit Hobbys bzw. Freizeitaktivitäten, die du machen kannst und die das Buch oder der Autor vorschlägt. Das fand ich mega cool, diese Idee noch dazu haben. Es ist zwar auf Englisch, aber es hat sich eigentlich relativ einfach lesen lassen und ich werde euch jetzt mal so ein paar meiner Learnings erzählen. Also das ist jetzt auch wieder nicht wörtlich übersetzt, aber das Buch bzw. der Autor hat gesagt, dass es nicht reicht, wenn eine Sache für dich bequem ist und dir etwas bringt. Beispielsweise wenn du sagst, ich benutze Instagram und es bringt mir den Mehrwert, dass ich mit meinen Freunden oder Freundinnen in Kontakt bleibe, dann ist es vielleicht wichtig für dich. Aber wir sollen eher überlegen, was ist denn das Wichtigste, um mit meinen Freundinnen in Kontakt zu bleiben? Beispielsweise deine Freunde oder Freundinnen anzurufen. Das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste, dich mit denen zu treffen oder so. Und das ist irgendwie ein Punkt, der mir vorher nicht so ganz
ganz klar war. Also irgendwie ist es natürlich schon logisch, aber ich habe darüber nie wirklich nachgedacht. So dachte irgendwie so, ja, sobald mir eine Plattform einen Mehrwert gibt, ist sie sinnvoll für mich. Was aber laut dem Buch gar nicht der Fall ist. Und zwar gibt es da zwei Fragen, die wir uns stellen können. Die erste Frage ist, ist diese Plattform, diese App, dieses Gerät der beste Weg, um diesen Mehrwert zu supporten, also um diesen Mehrwert zu leben und zu haben? Und wenn die Antwort ja ist, ist die zweite Frage, wie kann ich jetzt den Mehrwert dieser Plattform, App, des Gerätes, wie kann ich diesen Mehrwert maximieren? Also mein Herz geht auf, weil ich das nächste Buch schon sehe, und zwar ist es Der kleine Buddha, und das habe mir meine beste Freundin letztes Jahr geschenkt, und das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Es ist so süß. Der kleine Buddha ist der Protagonist in diesem Buch, das ist nämlich eine Geschichte, und der kleine Buddha führt sozusagen durch das Buch, und zwar geht er auf eine Reise. Von seinem Baum geht er in eine Stadt, an einen Strand, in eine Wüste, überall geht er hin und trifft neue Menschen, die aber meistens nicht glücklich sind. Und er zeigt diesen Leuten dann, wie man glücklich sein kann. Es hat natürlich sehr buddhistische Ansätze, was super inspirierend und spannend ist. Und ich würde das Buch jedem empfehlen, nicht nur Leuten, die sich für Buddhismus interessieren, sondern generell allen Leuten, weil das Buch wirklich sehr schön ist. Ich habe das Buch auch wirklich allen Leuten in meinem Leben empfohlen. Also meine beste Freundin hat es gelesen, mein Vater hat es gelesen, meine Mutter hat es gelesen, meine Schwester hat es gelesen, alle haben es gelesen, weil ich es allen empfehlen musste, und alle fanden es auch toll. Ich habe da jetzt speziell keine Sachen, die ich gelernt habe, aufgeschrieben, aber ich würde einfach sagen, die Atmosphäre, die man bekommt, dieses Mindset, was man bekommt, ist einfach so schön und so wertvoll. Ich kann mich noch so daran erinnern, dass ich letztes Jahr das Buch gelesen habe im Sommer, und ich war danach irgendwie so erfüllt und befreit, und also es ist schon ein bisschen komisch, das zu sagen, aber es war einfach ein so schönes Gefühl, das Buch zu lesen. Ja, ich klinge wahrscheinlich gerade ein bisschen verrückt, aber es war wirklich so. Falls dir das Video bisher gefallen hat, kannst du mir sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben oder auch meinen Kanal abonnieren. Auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video online zu den Themen Produktivität, Bücher, vor allem auch Organisation, Gewohnheiten, Schule, Lernen und so weiter. Falls du das nicht verpassen möchtest, abonniere doch sehr gerne den Kanal. Aber erstmal viel Spaß bei den weiteren Büchern. So, das nächste Buch ist Wie man Freunde gewinnt, habe ich jetzt nicht hier, weil ich mir das mal ausgeliehen habe und nicht wirklich besitze. Und das ist, glaube ich, wirklich eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Der Titel ist vielleicht ein bisschen Clickbait oder irreführend, denn es geht nicht unbedingt darum, wie man Freunde gewinnt, sondern eher generell, wie man ein einflussreicherer Mensch wird. Und natürlich resultiert daraus auch, dass du vielleicht mehr Freunde oder Freundinnen hast. Aber genau, im Endeffekt geht es halt um zwischenmenschliche Beziehungen und wie du die Menschen besser verstehen und analysieren kannst, sagen wir es mal so. Also ich habe mir wirklich mega viele Notizen gemacht, weil ich so viele Sachen daraus gelernt habe. Aber eine Sache, die für mich super wichtig war, war der Punkt, dass ich mich immer daran erinnern soll, wenn ich mit anderen Menschen rede, soll ich immer daran denken, dass ich jetzt mit Menschen denke, die durch Emotionen geleitet sind und nicht durch Logik. Dass es Menschen sind, die Vorurteile haben, die aus Stolz handeln, die aus Emotionen handeln und nicht Menschen, die immer logisch denken. Mir persönlich ist es nämlich so, dass ich sehr schnell Dinge persönlich nehme und sehr schnell verletzt bin. Wenn jemand etwas Schlechtes beispielsweise zu mir sagt, dann wurde ich mal sehr schnell verletzt. Ich glaube, es hilft einfach mega, sich nur daran zu erinnern, dass man jetzt einfach mit Menschen redet, die ebenfalls aus Emotionen handeln, die ebenfalls nicht total rational und logisch denken. Und da gab es noch ein Zitat, was ich sehr toll fand, und zwar ist das Zitat: Jeder kehre den Schnee vor seiner Tür und kümmert sich nicht um das Eis, das auf dem Dach des Nachbarn liegt. Also jeder soll sich um seine eigenen Dinge kümmern und den anderen nicht so verurteilen. Und das fand ich sehr wichtig. Aber wie gesagt, es sind da noch so viele weitere Dinge drin, die ich gelernt habe. Und ich habe noch nicht mehr alles aufgeschrieben, was das Buch sagt. Von daher, man kann echt super viel daraus lernen. So, das nächste Buch ist Miracle Morning. Und ich habe es euch ja schon in meinem letzten Video vorgestellt, in dem ich euch meine Miracle Morning Morning Routine, also meine Morgenroutine, gezeigt habe. Und dieses Buch hat wirklich mein Leben verändert, indem es mir einfach geholfen hat, meine Morgenroutine zu optimieren. Und ich würde einfach sagen, dieses Buch ist sehr, sehr gut, falls du eine neue Morgenroutine haben möchtest und so einen Leitfaden haben möchtest, in dem du nicht so lang hangeln kannst. Denn in diesem Buch geht es sehr, sehr viel generell um den Morgen und um deine Gewohnheiten und warum es so wichtig ist, diese Gewohnheiten zu haben. Aber es gibt ja auch so einen Leitfaden mit 6 Gewohnheiten, die du jeden Morgen auf jeden Fall machen solltest. Diese 6 Gewohnheiten sind einmal Stille, Affirmation, Visualisierung, Sport machen, Lesen und Schreiben. Ein Spruch, den ich mitgenommen habe, den ich sehr toll fand, war: Dein Leben wird nur besser, wenn du besser wirst. Denn die Dinge ändern sich nicht, sondern du änderst dich. Aber falls du mehr über das Buch wissen möchtest und es auch mal so in Praxis sehen möchtest, also wirklich, wie ich das ausgeführt habe, kannst du sehr gerne mal bei diesem Video vorbeigucken. Also bei meiner Morning Routine, bei meiner Miracle Morning Morgenroutine. Denn ich habe euch das mal abgefilmt und einfach gezeigt, wie so eine Morgenroutine aussehen kann. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen und vielleicht ein bisschen inspiriert und Motivation zum Lesen gegeben. Die Bücher findest du, wie gesagt, alle in der Infobox verlinkt. Also falls du da vorbeischauen möchtest, kannst du das sehr, sehr gerne machen. Außerdem kommst du hier noch zu meiner weiteren Lese- und Bücher-Playlist. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann.